Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Lasst es. Bitte wissen, falls ihr bei irgendetwas meine Hilfe brauchen solltet. Ich bin mir sicher, alles ist zu eurer Vollzeit. Darf ich Salamander haben, bitte? Lieber nicht. Sie sind der Grund für das Boom. Die letzte Flasche Greggio habe ich für einen besonderen Anlass aufbewahrt. Der da wäre? Der Jahrestag meiner Flucht. Astia Valla Fernandes. Wollt ihr die Geschichte hören? Ich höre euch gerne zu. Es gibt ein paar Freuden, die noch größer sind, als die mit einer schönen Frau zu reden. Also gut. Habt ihr schon von Saharan gehört? Das Reich und die Kunari kämpfen nun schon seit Jahrhunderten um die Insel. Ich war mit Daenerys während eines Angriffs der Kunari dort. Ich konnte ihn zu einem Schiff bringen, aber da war kein Platz für einen Sklaven. Ich blieb also zurück und floh mit letzter Not aus der Stadt. Ich dachte, Daenerys lag etwas an euch. Er hatte keine Wahl. Der Ausdruck in seinem Gesicht, als das Schiff ablegte, war unbezahlbar. In den Urwäldern Saharans leben Rebellen, die Nebelkrieger. Sie fanden und pflegten mich, bis ich wieder zu Kräften kam. Ich blieb eine Weile bei ihnen, bis Daenerys kam, um mich abzuholen. Seid ihr freiwillig bei diesen Nebelkriegern geblieben? Ich hatte die Rebellen ins Herz geschlossen. Sie folgten keinem Meister und kämpften für ihre Freiheit. Das kannte ich nicht. Als Daenerys kam, weigerten sie sich, mich ziehen zu lassen. Er befahl mir, sie zu töten. Ich tat es. Ich habe sie alle umgebracht. Warum habt ihr das getan? Was hätte ich denn tun sollen? Mein Meister war zurückgekehrt. Und dieses Fantasieleben war vorbei. Aber als ich es getan hatte und ihre Leichen sah, spürte ich. Ich konnte nicht. Ich floh und habe nie zurückgeschaut. Hat euch Daenerys nicht aufgehalten? Die Rebellen hatten ihn verwundet. Die Soldaten, die ihn begleiteten, wollten mich einfangen. Erfolglos. Das war Wochen, bevor sich Daenerys an der Jagd beteiligen konnte. Und als es soweit war, war ich längst weg. Es muss schwer sein, darüber zu reden. Ich habe nie jemandem erzählt, was damals passiert ist. Ich wollte das nie. Wir beide sind nicht immer einer Meinung, aber... Zu viel Wein lockert die Zunge. Sagen wir einfach, ihr habt meinen Respekt. Dann also einen letzten Trinkspruch. Auf die Gefallenen. Wie gut ist Donnick? Findet er sich zurecht?
Nur zu. Redet es euch von der Seele. Bringt ihr eure Zehen zum Einrollen? Eure Mühle gedreht? Euren Imen geahlt? Ihr solltet vielleicht mal etwas wegen eurer Schlösser und ein... nehmen. Sie sind wirklich außer... leicht zu knacken. Ich muss diese Nachricht bis Sonnenuntergang zu Händler gehen. Bitte beeilt euch. Meinen Söhnen bleibt nicht mehr viel Zeit. Seid ihr bereit, Sabine zu verhören? Bringt Sabine zu meinem Anwesen. Ausgezeichnete Idee. Ich hole ihn sogleich. Hier ist der Güllehaufen, den ich dabei erwischt habe, wie er die Frachtpläne der nächsten Woche weitergegeben hat. Er will mir nicht sagen, wer seine Partner sind. Wer hat mich noch für Sünd verkauft? Sag's mir, du räudige Töle. Statt den armen Mann zu schlagen, solltet ihr an seinen guten Kern appellieren. Bitte, Messer, helft mir. Ich kannte euch seit eurer Kindheit in Lothering. Ich kannte die Familie eurer Mutter und euren Vater. Der Erbauer möge ihn in Frieden ruhen lassen. Jämmerlich. Ich übergebe dieses Schwein euren fähigen Händen. Holt mich, wenn er bereit ist, auszupacken. Danke, Monsieur. Wir aus Lothering müssen zusammenhalten. Ich wusste, dass es schwer war, Lothering zu verlassen. Redet mit mir, damit wir all das hinter uns lassen können. Sobald ich Hubert sage, was er wissen will, lässt er mich töten oder ins Gefängnis werfen. Mein Leben ist nicht viel wert, aber meine Familie. Ich wollte nur meiner Frau und meinem Sohn ein besseres Leben ermöglichen. Ich sorge dafür, dass sich jemand um eure Familie kümmert. Euer Angebot beschämt mich. Danke. Ich habe etwas Gold in der Knochengrube versteckt. Ich markiere die Stelle auf eurer Karte. Ich bereue es, jemanden wie euch bestohlen zu haben. Also nehmt es bitte wieder zurück. Hawk, das ist Lily von der Coterie. Angesichts der Notwendigkeit, die Frachtdiebstähle zu unterbinden, habe ich sie engagiert als Beraterin. Beraterin? Na schön, wenn ihr dann besser schlafen könnt. Nun, du Hund, bist du jetzt bereit zu bellen? Heute Abend ist an der Dietrich-Kreuzung ein Hinterhalt geplant. Heute Abend? Da habt ihr kaum noch Zeit, das zu verhindern. Ihr solltet sofort aufbrechen. Wir beschützen eure wertvolle Lieferung, aber haltet die Bezahlung für die Coterie bereit. Soll ich mich um diesen Mistkerl kümmern? Ohne weitere Kosten. Ich werfe ihn auf dem Weg nach draußen in irgendeinen Graben. Ja, meinen Segen habt ihr. Ich nehme an, meine Partnerin hat auch nichts dagegen. Ein öffentlicher Akt der Gnade ist gut für die Moral. Lasst ihn gehen. Aber er ist ein Pharrell... ein Verbrecher. Niemanden kümmert, was aus ihm wird. Denkt mal darüber nach. Sabin hat sich aus zwei Gründen dem Verbrechen zugewandt. Er ist verzweifelt und er mag euch nicht. Verschont ihn öffentlich und die Loyalität der Arbeiter wird steigen. Ich verstehe, was ihr meint. Also gut, aus Gründen der Moral werde ich diesen Hund verschonen. Oh, danke, Messias. Ich weiß, ich habe das nicht verdient, aber seid bedankt. Wir vergeuden Zeit. Wenn ihr bei dem Hinterhalt nur noch Leichen findet, war es nicht meine Schuld. Was unsere Jungs angeht, kommen wir zu spät. Renner,
war fast schon zu leicht. Moment. Ich erkenne den Kerl. Wer ist es? Er gehört zur Coterie, einer der Männer von Brekker, diesem verdammten Idioten. Also steckt eure Organisation dahinter? Wir haben direkte gegensätzliche Anweisungen. Hubert hat immer pünktlich bezahlt. Wenn Brekker das angeordnet hat, wird sein restliches Leben kurz und schmerzhaft sein. Statten wir Brekker einen Besuch ab. Wir haben viel zu besprechen. Ich muss mir erst sicher sein. Ich weiß, bei wem wir Antworten bekommen. Sucht mich in der Tiefstadt auf.